Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Football Manager Video auf MK7 und heute geht's weiter mit der Ajax-Karriere. Da ist sie doch. Ich habe noch eine Celtic-Karriere für mich selber angefangen. Wenn es euch genau interessiert, die habe ich gemeinsam. Oder ist es eigentlich egal? Auf jeden Fall, ich habe eine Celtic-Karriere gestartet. Genau. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der Ajax-Karriere. Heute ist das Spiel gegen den VfB. Ich würde sagen, wir machen nur das Spiel gegen den VfB. Genau. Und ich habe euch ja gefragt, wen sollen wir holen? Und es gab eigentlich nur einen Kommentar und das war Nicolas Pepe. Und ich habe gesagt, ihr dürft die Karriere bestimmen. Und das machen wir auch. Also ihr dürft das natürlich. Und er spielt bei LOSC Lille. PP. Ich glaube, ihr meint den hier. 23 Jahre. Wir haben 38 Millionen. Wir geben mal 25 Millionen. Die gehen auf 55, 33, 59, 38, 59. Das Geld reicht nicht mal. Die wollen ihn aber nicht hergeben. Wir werden nicht mehr aussteigen. Verhandlungen beenden. Dann wird daraus nichts. Ich kann ja mal geschwind schauen. Videos in den Kommentaren. Mein Kanal Videos. Achso, falls ihr euch wundert, wieso ich das hier gemacht habe, das hier. Achso, das war ja sogar zensiert, weil ich da Wolke 10 von Mero genommen habe. Weil die Videos nach und nach gesperrt wurden. Weil ich anscheinend das nicht machen durfte. So, jetzt schauen wir mal. Richtung Wolke 10. Schauen wir nochmal die Comments an. Station hier. Vielleicht Nübel. Schaut mal einer. Also Nicolas PP geht leider nicht. Also Grüße gehen raus an den Pauli. An den Pauli. Der liebt ja und feiert ja die Karriere. Entschuldigung. Feiert ja die Karriere. Keine Ahnung, also immer wenn ich das Spiel zock, bin ich eigentlich echt fröhlich und so. Ja. So. Am Wochenende werden voraussichtlich oder werden keine Videos kommen. Da gehe ich nach Freiburg mit der Bahn, so einen kleinen Ausflug. Genau. Wahrscheinlich gibt es keinen Vlog. Aber ich schließe jetzt nicht aus, aber jetzt mal Schalke. Nübel. Also mir ist es egal. Ich höre nicht auf mich, sondern ich höre auf euch. Ist doch eine ganz, ganz klare Sache. Aber mehr wie 12 Millionen gebe ich jetzt mal nicht. Das ist gleich unsere Grenze. Die werden dann wahrscheinlich wieder mit Unsummen kommen. Dann kommen, sagen wir, 14 Millionen. Akzeptieren sie nicht, 25 wollen sie mindestens. Da ist halt alles ein Stück weit teurer. Wen ich mir gedacht habe, ist, das ist ein guter Transfer.
Den habe ich gesehen, der spielt jetzt bei Celtic, ist aber von Dortmund ausgeliehen. Nämlich müsste er eigentlich bei Dortmund sein. Jeremy Tolian. Das wäre vielleicht einer. Champions Cup. Wobei, da können wir auch noch Celtic schauen. Der Celtic, Tolian. Genauso, Forest ist auch noch ein junges Talent. Wo ist denn Tolian? Tierney. Kieran Tierney. Wie wär's mit dem? Für 22,5 wollen sie nicht. Forest, nein, Forest nicht, aber Burke. Ja, Jeremy Tolian. 23 Jahre alt. Talent. 10 Millionen geben wir bis zu 16, sei ich bereit. Dann. Hä? Stimmt da. Weitere Nationalität. Ups. Bevorzugte Person seit Gnabry. Echt? Jetzt gibt's das auch? Er ist auch noch kroatisch. Muss ich auch nicht. Tolian ist halb Kroate. Gibt's bei jedem Spieler, wenn. Ist ja richtig cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Hier international. Bei Europameisterschaft Portugal findet man ja auch Cristiano. Seine bevorzugte Person ist Marcelo. Alles klar. Bevorzugter Verein, okay. Also das ist echt lustig. Okay, aber nützt ja nichts. Über Baumgarten habe ich eigentlich nachgedacht. Das ist auch noch ein guter junger Spieler. Ich würde bis 20 gehen, 20,5, das können wir annehmen. 20,5 Millionen für Baumgartel ist in Ordnung. U21 Star. Heute würde ich sagen, machen wir nur das VfB-Spiel. Und dann die wurde für Baumgartel angenommen. Und damit haben wir schon den ersten Spieler. Wahrscheinlich läuft Baumgartel noch zum letzten Mal auf im VfB-Trikot. Oder bis dahin haben wir ihn schon. Das ist dann halt die Frage. Ich möchte gerne das Mobile-Zeichen da oben haben. Dankeschön. So, nee, dann stirbt. So, gehen wir rein ins Spiel. Wir sind Favorit. Das wird auch für heute das Einzige sein. Eckball. Eins null Dolberg. Schönes Tor. Da jubel ich natürlich mit. Der Kasper. So. Erste Halbzeit ist alles klar. Ausgerechnet gegen den VfB. Tommy Aogodonis. Abschluss für Ajax Amsterdam. Wir wechseln. Wir bringen Donny van de Beek für de Jong. Und ja, so lassen wir es jetzt erstmal.
Genau, ist ja auch kein Geheimnis. Ich gehe im Sommer nach Amsterdam, um Urlaub zu machen. Bisschen Urlaubspläne hier, dies, das. Genau, nicht nur wegen dem Fußball, aber natürlich werden wir auch ins Stadion gehen, ins Johann Cruyff Arena. Ist auch keine Frage. Jetzt ist halt hier die Frage, kann ich auch Facecam anmachen? Hier, dann könnten wir nämlich nachher nämlich ein besonderes Video auf. Geht das? Nee, Facecam geht nie. Facecam geht überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht wieso. So wird es ein entspannter Sieg. Wir wechseln nochmal. Wir bringen nochmal neben Masrauri. Und dann die. Am Ende wird es eh ein 1 zu 0, denke ich mal. Genau. Wir sind schon über der Zeit. So. Schöner 1 zu 0 Sieg. Mehr wollen wir eigentlich auch fast gar nicht. So, und dann beende ich diese Folge, zack ich hier. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir schauen uns halt nur noch, ob Baumgartl kommt. Rückennummern müssen festgelegt werden. Das passt eigentlich alles so. Genau, Baumgartl akzeptiert. Ich glaube, das ist ein weiterer junger Spieler. 20,5 Millionen. Das könnte ein bisschen zu viel sein. Kriegt die Nummer 5. Hallo? Aber das ist 25 vielleicht. Ne. Kriegt er halt die 19, mir egal. Okay. Das ist ein weiterer junger Spieler, vielleicht war es ein bisschen zu viel Geld, aber ich habe so das Gefühl, hier muss irgendwie für jeden viel Geld ausgegeben werden. Das ist ein bisschen so ein Spiel, wo ein bisschen mehr Geld ausgegeben wird wie in echt. PAX United hat ein neues Video gemacht, werde ich mir jetzt auch gleich reinziehen. So, Baumgartl kommt rein für Feldmann. Ja, und Baumgartl, ich werde ihn als beispielender Verteidiger lieber leider nicht. Das ist kein so Libero. Also, dann sind wir fertig. Unser nächster Gegner ist Basel im Champions League. Wir haben das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen. Und ja, bin ich mal gespannt. Wir halten das Video unter 15 Minuten, da bin ich mir sicher. Und ich bin raus. Tschüssikowski.